Dann würde ich sagen, wir starten. Also herzlich willkommen zu meinem Vortrag CQRS und Event Sourcing Basics. Wer von euch kennt CQRS und Event Sourcing? Hand hoch. Oh, sehr viele, sehr schön. Wer von euch arbeitet produktiv mit CQRS und Event Sourcing? Nicht mehr ganz so viele, okay. Ja, das will ich natürlich mit meinem Vortrag ändern. Wir gehen durch die Basics durch. 45 Minuten sind natürlich relativ wenig Zeit, um sich dem Thema zu nähern. Deswegen werde ich unter anderem auch ein Framework vorstellen, was ich ins Leben gerufen habe, Open Source Projekt. Aber erstmal zu meiner Person. Die meisten werden mich jetzt wahrscheinlich noch nicht kennen. Mein Name ist Alexander Mirtsch. Ich bin Geschäftsführer der Proof Software GmbH. Und mein Team und ich, wir sind spezialisiert auf Event Sourcing in PHP. Das heißt, wir entwickeln für unsere Kunden PHP-Backends, die auf der Architektur von Event Sourcing und CQRS basieren. Wir gehen aber auch einen Schritt weiter. Wir machen auch die Frontend-Entwicklung dazu, moderne JavaScript-Frontend-Entwicklung mit React und Redux, weil das sehr gut mit einem Event Sourcing-Backend zusammenspielt. Und wir setzen auch die Infrastruktur dafür auf, also eine Cloud-Infrastruktur, die dann natürlich sehr gut zusammenspielt mit so einem modernen Pattern, was auf Nachrichten basiert, das werden wir uns dann im Laufe des Vortrags anschauen. Das schon angesprochene Framework nennt sich Proof Components. Es ist kein richtiges Framework, ist so ähnlich wie bei Symfony. Die Proof Components bestehen, wie es schon der Name trägt, aus einzelnen Komponenten, die man in seinen PHP-Anwendungen verwenden kann, um verschiedene Aspekte von CQRS und Event Sourcing in seine Anwendung zu integrieren und zu nutzen. Die Proof Components sind natürlich für PHP geschrieben und unterstützen oder gehen in Symbiose ein mit verschiedenen Web-Frameworks, wie dem Zelt-Framework, Symfony und Laravel, aber grundsätzlich kann man die Proof-Components halt in jede PHP-Code-Basis einbinden. Wir haben da einen eigenen Ansatz gefahren mit Konfigurationen, die wiederverwendbar sein soll, auf PSR-Standards setzt und auch Factories dazu, die man dann nutzen kann. Wir haben den Ansatz eben mal probiert, als diese ganze PSR-Thematik hochkam und ein PSR 11 Container Interface und so weiter. Es hat sich aber nicht ganz es ging nicht ganz auf die Strategie. Vor 2-3 Jahren haben sich eben einige Leute gemeldet, die zum Beispiel die Proof-Komponenten zum Symfony einsetzen wollten und haben gesagt, ja, eure Factories sind schön und gut, sehen ganz schön Zen-Framework-mäßig aus. Da kam die Idee auch ein bisschen her, können wir nicht Bundles haben. Deswegen gibt es jetzt heutzutage auch Bundles, die werde ich, wenn die Zeit reicht, auch kurz vorstellen. Ansonsten findet ihr natürlich alles auf GitHub. Proof ist eine Open-Source-Community, die fast täglich wächst. Ich habe es mal ins Leben gerufen, bin aber zum Beispiel auch nicht der alleinige Copyright-Holder oder meine Firma ist nicht der alleinige Copyright-Holder. Es gibt noch den Sascha Oliver Prodig, der sehr, sehr viel zu den Proof-Components beiträgt und halt von mir dann irgendwann auch 50% des Copyrights deswegen bekommen hat. Und es gibt halt eine sehr, sehr aktive Community. Das heißt, wenn ihr euch wirklich weiter mit CQRS und Event Sourcing beschäftigen wollt, ist Proof eine sehr gute Adresse dafür. Wir haben einen extrem aktiven Chat, wir haben einen Haufen Leute, die auf unterschiedlichen Ebenen helfen. Wir diskutieren viele Fragen, die damit eben immer wieder aufkommen, wenn man CQRS und Event Sourcing nutzt. Also merkt es euch, wenn ihr da weiterkommen wollt. Besucht uns auf getproof.org, das ist unsere Community-Website. Da findet ihr eigentlich alle Informationen und die Links dann zu den GitHub-Repositories, zur Dokumentation und einen Haufen Informationen über das Projekt selber und die Leute, die da dran arbeiten. Die erste Frage, die man sich natürlich stellt, ist, tja,
wann macht es Sinn, CQRS und Event Sourcing zu nutzen? Und ganz vereinfacht habe ich hier halt drei Stichpunkte auf der Slide. Man muss sagen, CQRS und Event Sourcing macht erst Sinn, wenn das Projekt einen gewissen Komplexitätsgrad hat. Und zwar kann man es daran festmachen, wenn man den Eindruck hat oder wenn man denkt, es ist wert, Domain-Driven Design einzusetzen für ein Projekt, was ja wesentlich zeitintensiver ist als einfach ein MVP zum Beispiel zu programmieren, dann macht es eben auch Sinn, darüber nachzudenken, CQRS und Event Sourcing einzusetzen, weil das letzten Endes vom taktischen Teil vom Domain-Driven Design eine Teilmenge ist, also eine Variante, ein Domain-Model zu implementieren und auch in eine gewisse Infrastruktur zu bringen. Und diese Infrastruktur, die ist im Idealfall verteilt, distributed. Das heißt, wir reden eher von einer serviceorientierten Architektur, wo verschiedene Anwendungen miteinander kommunizieren müssen und teilweise oder auch überwiegend Entscheidungen allein treffen, ohne User-Input, wo Prozesse über verschiedene Systeme laufen müssen, damit ein Gesamtziel erreicht wird. Verteilte Softwarearchitektur, deswegen eben auch heutzutage idealerweise in der Cloud, um Kosten zu sparen und halt die Vorteile, die man durch die Cloud hat und die Services, die Tools, die dort zur Verfügung stehen, auch nutzen kann mit so einer Softwarearchitektur. Der dritte Punkt steht jetzt mal so da chaotisch, bedeutet im Prinzip so viel wie das, was ich schon gesagt habe, dass wenn mein System aus verschiedenen Prozessen besteht, einen gewissen Workflow hat und dieser Workflow aus ganz vielen verschiedenen Schritten besteht und es am Anfang nicht klar ist, wo man am Ende landet, ja, also der Workflow verschiedene Wege gehen kann in Abhängigkeit davon, was halt über die Zeit passiert. Und wenn das auf einen sozusagen chaotisch wirkt, dann kann man mit Event Sourcing hergehen und eine Struktur in die Anwendung reinbringen, die einem hilft dabei, diese Komplexität zu beherrschen. Das ist ganz wichtig. Ja, viele Leute kommen und sagen, Event Sourcing ist so kompliziert. Jein, Event Sourcing an sich ist nicht kompliziert, aber die Probleme, die man mit Event Sourcing versucht zu lösen, die sind komplex. Und das ist aber ein entscheidender Unterschied. Die Probleme sind komplex und deswegen wirkt Event Sourcing kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach, wenn man es mal richtig verstanden hat sozusagen. Also man braucht da eine ganze Weile für, weil man anderes Denken braucht, hat aber auch viele Vorteile. Wenn man sich den wirklich mal annimmt und sich da reindenkt in die Welt, dann öffnet einem das auch neue Wege, über ein Software-System nachzudenken und bietet einem neue Lösungsansätze, die man vorher so gar nicht gesehen hat. Der zentrale Bestandteil von Event Sourcing sind, wie es im Namen schon trägt, die Domain Events. Hier auch wieder der Link zum Domain Driven Design. Da kommen die Domain Events her. Und ja, was ist ein Domain Event? Also in erster Linie ist ein Domain Event eine Nachricht, die eine Information trägt. Das Wichtige dabei ist, und das darf man nicht verwechseln mit, sage ich mal, Application Events, wie ihr von Symfony kennt, Kernel Events oder von Doctrine, diese Entity Lifecycle Listener Events. Domain Events sind Nachrichten, die beschreiben, was passiert ist. Und zwar benutzen Domain Events dafür die Business-Sprache. Das heißt, Domain Events sind in erster Linie relevant für das Business. Eine Bestellung ist eingegangen, eine Rechnung wurde bezahlt und so weiter und so fort. Also wirklich Dinge, die fürs Business relevant sind, werden durch Domain Events beschrieben. Und jetzt kann man halt verschiedene Sachen mit den Domain Events machen, unter anderem Event Sourcing. Um auf Domain Events zu kommen, benutzt man jetzt den strategischen Teil von Domain-Driven Design und vor allen Dingen hat da der Alberto Brandolini
eine Vorgehensweise ins Leben gerufen, die sich Event Storming nennt. Es gibt auch Workshops zu, wir geben selber auch Workshops dazu, wenn jemand interessiert ist. Wir setzen das bei unseren Kunden ein und kurz zusammengefasst ist Event-Storming funktioniert wie folgt: Man lädt sich die Stakeholder und die Domain-Experten ein und setzt sich mit denen nicht an einen Tisch, sondern drückt jedem eine Handvoll Sticky Notes in die Hand und einen Stift. Und dann wird sich am Whiteboard versammelt oder an einer sehr großen Wand, dass man sehr viel Platz hat. Und dann wird sozusagen gebrainstormt, welche Domain-Events sind für unser Business wichtig, was ist unser Ziel, was wollen wir erreichen. Nur mit Domain-Events. Die werden auf die Stickies geschrieben, also na, nicht nur mit Domain-Events, aber die stehen dort erstmal im Fokus beim Event-Storming. Und dann fängt man an zu überlegen, was muss passieren, dass dieses Event auftritt. Was passiert, nachdem das Event aufgetreten ist. Was passiert, wenn das Event nie auftritt, sondern wir auf Fehler laufen? Wie soll unser System darauf reagieren? Wie reagiert das Business in dem Fall auf solche Sachen? Das macht man mit Event Storming und hat am Ende halt ein großes Bild an der Wand und eine High-Level-Übersicht über das, was ja dann auch in eine Software gegossen werden soll. Und dann geht man her und nimmt dieses Ergebnis, nimmt die Domain-Events und fängt an, mit denen zu arbeiten. Als Vergleich dazu kann man sagen, oder kann man sich das so ein bisschen vorstellen aus Entwicklersicht, wie wenn man Behavior-Driven Design macht und Test-Driven Design, wo man eben auch, bevor man anfängt zu implementieren, erstmal die Szenarios beschreibt, diese Szenarios in Test-Cases übersetzen lässt und dann gegen die Test-Cases implementiert. So ähnlich ist es halt hier auch. Ja, man erarbeitet sich erstmal die Domain-Events und den Business Flow sozusagen und dann implementiert man dagegen. Und das Ergebnis von so einer Event Storming Session kann jetzt so aussehen. Das ist natürlich ein sehr, sehr, sehr einfaches Beispiel, mal aus dem E-Commerce-Bereich genommen mit nur drei Events. Wir gehen jetzt halt so nicht auf die Slide. Ein wichtiger Aspekt beim Event Storming ist dann eben auch, weil es wichtig ist, auch für Domain-Driven Design und für die Aufteilung der Anwendung, dass man klare Kontextgrenzen findet. Man hat einen großen Prozess, hier eben der E-Commerce-Prozess, Bestellungen sollen abgewickelt werden, die sollen natürlich bezahlt werden, die sollen aber auch an den Kunden dann geliefert werden. Das ist der Gesamtprozess und jetzt fängt man eben an, mit dem Ergebnis von der Event Storming Session auch zu überlegen, wo sind meine Kontextgrenzen. Die sind jetzt auf dem Slide hier mal mit diesen orangenen Kreisen symbolisiert. Das heißt, wir haben jetzt hier drei Systeme, die miteinander arbeiten müssen. Wir haben ein Online-Shop-Frontend, was Bestellungen entgegennimmt und bei jeder Bestellung sozusagen ein Order-Place-Domain-Event veröffentlicht und in Richtung der anderen Services schickt. Diese Pfeile bedeuten hier auf der Slide, dass diese Kommunikation asynchron passieren kann. Es ist kein Muss, aber es kann asynchron erfolgen. Das heißt, das Online-Shop-System schickt asynchron ein Domain-Event an die beiden anderen Services, die den Invoice-Service und den Shipping-Service, die halt interessiert daran sind, wenn eine Bestellung ins System eingegangen ist. Der Invoice-Service reagiert dann darauf, schickt dem User eine Rechnung, wartet darauf, dass die Rechnung beglichen wird und sobald das der Fall ist, gibt es ein neues Domain-Event, Order Paid, woraufhin wieder der Shipping-Service dann weiß, okay, jetzt ist die Zeit gekommen, wo ich die Bestellung auch an den Paketdienstleister übergeben kann und das Produkt den Weg zum Kunden findet. Drei Systeme, die über Domain-Events miteinander kommunizieren, asynchron und eben physikalisch natürlich auch getrennt voneinander sind, in der Cloud, in verschiedenen Docker-Containern und auch Hosting-Regions und so weiter gehostet sein können, verteilt arbeiten können. Und Domain-Events bieten uns hier halt die Möglichkeit,
diese Kommunikation eben in eine Richtung aufzubauen sozusagen und auf Basis der Dinge, die passieren in unserer Anwendung oder passiert sind, Folgeprozesse anzustoßen. Das ist im Prinzip so ein, eines der Ziele von Event Sourcing. Nicht das, das einzige Ziel, aber eines der Ziele von Event Sourcing, diese Kommunikation leichter zu machen und eben den Überblick über so ein System zu behalten. Ja? Viele haben zum Beispiel Angst vor Microservices und sagen, Monolith ist besser, da habe ich alles beisammen, dieser Kommunikationsoverhead ist ein Problem und die Komplexität steigt. Jein, in den Monolithen steigt die Komplexität auch. Es ist grundsätzlich einfacher, Services anhand ihres Kontextes zu, abzugrenzen und einzeln zu deployen und dann eben mit solchen Mechanismen wie Domain-Events oder generell Nachrichten diese Systeme miteinander sprechen zu lassen. Im Long Run ist das eigentlich die bessere Variante als ein Monolith. Also auch schon über mehrere Jahre jetzt wirklich die Erfahrung gemacht und ich kann da nur jedem raten, wenn er wirklich an einem komplexen System sitzt, dann ist eine serviceorientierte Architektur schon das Beste, was man machen kann heutzutage. Schauen wir uns mal an, wie so ein Domain-Event veröffentlicht wird von einem Service. Ja, also hier haben wir jetzt den, das Online-Shop-Frontend und auf der ersten Slide jetzt hier sehen wir erstmal den traditionellen Ansatz, also ich nenne ihn mal traditionellen Ansatz. Da verwenden wir ein ORM für das Domain-Model, Doctrine zum Beispiel. Nehmen erstmal eine Bestellung entgegen und speichern die in unserer Datenbank als Bestellung ab, damit wir sie im System haben. Die Transaction für die Datenbank wird committed und im Anschluss erzeugen wir einfach ein Domain-Event, Order Placed, und benutzen einen Event-Publisher, um dieses Event jetzt in Richtung der anderen beiden Services zu schicken. Der Event-Publisher kann dann einen Link zu einem Messaging-System haben wie RabbitMQ oder wenn man auf AWS unterwegs ist, halt SQS und was es da so gibt an Möglichkeiten. Jetzt gibt es aber ein Problem bei der ganzen Geschichte. Und zwar ist das Problem, die Transaktion wird erfolgreich committed, wir haben die Bestellung in der Datenbank. Aber die Veröffentlichung des Domain-Events schlägt fehl. Messaging-System nicht erreichbar, whatever. Wir kriegen das jetzt relativ spät mit und haben jetzt eine Inkonsistenz zwischen unserem Online-Shop und den Nachfolgesystemen. Der Online-Shop weiß von der Bestellung, unser Invoicing und unser Shipping-Service weiß nichts von der Bestellung und wir müssten eigentlich alle drei wieder in einen konsistenten Zustand bekommen, haben aber ein Problem, weil unser Domain-Event ist verloren. Ja? Solange es relativ einfach ist, könnten wir natürlich sagen, okay, wir haben ja die Bestellung in der Datenbank, dann bauen wir uns unser Domain-Event nochmal und schicken es nochmal los. Ja, was ist aber, wenn die Bestellung in der Zwischenzeit schon wieder geändert wurde? Dann haben wir keine Chance, das Domain-Event so wiederherzustellen, wie es zu dem Zeitpunkt war, als wir versucht haben, das Domain-Event zu veröffentlichen. Weil wir haben nur den aktuellen State in unserer Datenbank. Wir können nicht zurückblicken. Wir wissen nicht, wie der Zustand unseres Systems war zu dem Zeitpunkt, als etwas schiefgegangen ist. Und das ist eigentlich das Problem, was die Slide ein bisschen zeigen soll. Natürlich gibt es diverse Möglichkeiten, das zu lösen. Die meiner Meinung nach beste Möglichkeit ist aber, Event Sourcing einzusetzen. Und zwar sieht dann der Use Case aus Domain-Sicht noch genau gleich aus, aber unter der Haube passiert ein bisschen was anderes. Wir bekommen wieder die Bestellung rein, wir haben unseren, in dem Fall hier unseren Command-Händler, der die Bestellung entgegennimmt und jetzt an das Domain-Modell weiterreichen soll. Und wir benutzen jetzt kein ORM mehr, sondern wir benutzen einen Event-Store. Und unser Order-Entity, nenne ich es jetzt mal, das ändert nicht mehr seinen Zustand, also ne,
ändert sich nicht mehr auf, hey, ich habe jetzt oder ich bin jetzt die und die Bestellung, sondern es zeichnet intern in sich selber dieses Order Place Domain Event auf. Und dieses Domain Event nehmen wir dann und speichern es erstmal in unseren Event Store. Dort kommt das rein zu allen anderen Domain Events, die aufgetreten sind. Und danach veröffentlichen wir dieses Domain Event jetzt an die Folgeservices, die jetzt Rechnung versenden sollen, die Produkte halt an den Paketdienstleister übergeben und so weiter. Ein Vorteil jetzt hier, und das ist halt ein zentraler Punkt vom Event Sourcing, ist, dass Domain Events die einzige Wahrheit in unserem System darstellen. Alles andere wird von den Domain Events abgeleitet. Das heißt, auch der Zustand, der aktuelle Zustand unserer Anwendung, der State, wird von den Domain Events abgeleitet. Wir speichern den State nicht mehr in der Datenbank. Wir haben nur noch einen Stream oder einen Log an Events und das nehmen wir her und fangen jetzt an, weiter damit zu arbeiten. Hier ist jetzt gezeigt, wie wir an den aktuellen Zustand unserer Anwendung kommen. Mal ein anderes Beispiel, jetzt noch ein bisschen einfacher. Wir haben hier so einen User Management Service und wir haben einen ganz kleinen Event Stream abstrahiert, also ist jetzt weder SQL noch sonst irgendwas, einfach nur mal abstrahiert, wie sowas aussehen kann und wie sowas in der Datenbank dann zu finden sein könnte, so oder so ähnlich. Wir haben drei Events: User Registered, Username Changed, Email Changed. Und wenn wir jetzt wissen wollen, wie der User jetzt zu dem Zeitpunkt aussieht, dann gehen wir her und machen einen Left Fault of Past Events. Das heißt, das ist ein Begriff aus dem Functional Programming, weil Event Sourcing sehr funktional ist. Das heißt eben so viel wie, wir gehen von links nach rechts, wir gehen von dem ältesten Event zum neuesten Event und mergen die einfach ineinander, von links nach rechts. Das Ergebnis ist dann der aktuelle Zustand von unserem User. Er hat seinen Namen geändert, er hat seine E-Mail geändert, das heißt, unten kommt dann der aktuelle User raus, alex.contact@proof.de. Wenn er Trainings braucht dazu, schreibt den Jungen an. Hier sieht man dann auch, was man gleich mit dazu bekommt, ist, dass jetzt unser User versioniert ist. Das heißt, Event Sourcing arbeitet halt mit Versionen auf Entitäten, auf Aggregaten, um auch parallele Zugriffe auf dasselbe Entity zu unterbinden und Race Conditions zu vermeiden. Das kann man dann gleich sozusagen, also das bekommt man einfach mitgeliefert, wenn man Event Sourcing macht, weil ohne die Versionierung würde es nicht funktionieren. Und das mal so am Rande, das geht dann schon sehr ins technische Detail. Jetzt hat man so einen Stream an Events, wie wir es eben gesehen haben, in seiner Datenbank. Und jetzt kann man damit ein paar sehr interessante Sachen machen. Und diese Sachen sind halt sehr, sehr wichtig, umso komplexer Systeme werden. Ihr kennt das sicherlich selber, je komplexer das System, desto komplexer auch die Bugs, desto komplexer die Prozesse, die vielleicht am Anfang nicht so klar sind, wie wenn das System dann in Produktion ist und man auf einmal feststellt, wow, User machen komische Sachen, es passieren komische Dinge, aber wir wissen nicht so richtig was. Wenn ich die Historie von allen Dingen, die passiert sind, in meiner Datenbank habe, dann habe ich einen riesen Vorteil in meinem Produktivsystem. Ich kann jetzt einfach hergehen und sagen, oder wir nehmen mal den Fall an, der User hat einen Fehler bekommen, er konnte seine E-Mail-Adresse nicht ändern. Keiner weiß warum. Jetzt gehen wir einfach her und sagen, okay, gut, wir spulen unser System zurück. Also natürlich ziehen wir uns erstmal von Produktion unsere Datenbank mit allen Events, die dort drin sind. Dann ziehen wir uns darunter oder eine Teilmenge, die wir brauchen. Und jetzt spulen wir unsere Anwendung zurück auf einen Zeitpunkt in der Vergangenheit, wo wir wissen, dass das System noch in Ordnung war. Und jetzt spielen wir den Fall einfach nach. Und dann sehen wir in unserer Entwicklerumgebung, was ist passiert und warum geht das Ding da auf den Fehler. Ja? Das ist ein Riesenvorteil. Wir haben jetzt
seit 2 Jahren ein sehr komplexes, chaotisches Event-Sourcing-System produktiv im Einsatz, betreuen das halt auch permanent. Und wir haben diese Möglichkeit selbst schon ein paar Mal gebraucht und ich sage jedes Mal, ja, es war von Anfang an die richtige Entscheidung. Es spart uns so viel Zeit. Nicht mal nur, wenn man das wirklich, also wenn man es wirklich so weit treibt, dass man das Produktivsystem auf seine Entwicklungsumgebung zurückspult. Das ist der letzte Step, den man macht. Oft reicht es einfach schon aus, in die Datenbank zu schauen und die Domain-Events zu sehen, wie sie aufgetreten sind, um Fehler festzustellen. Also nicht nur Fehler, die wir vielleicht selber gemacht haben, kommt ja auch ab und zu mal vor, sondern halt auch Fehler im Business-Prozess zu erkennen. Und ich vergleiche das halt immer, ich mache das auch schon über 10 Jahre, auch überwiegend im Enterprise-Bereich. Ich vergleiche das immer mit früher, wo man halt teilweise vor einem Problem gesessen hat und Tage gebraucht hat, um herauszufinden, was da los ist. Die Story kann ich jetzt nicht erzählen, aber da hatte ich auch mal ein Problem an der Mangel. Da war eine Webseite von einem großen Energiekonzern über eine Woche down. Und der Fehler war einfach nicht zu finden. Die war einfach down. Die Datenbank war komplett überlastet und ein Prozess hat da komplett quergeschossen. Und jedes Mal, wenn man versucht hat, das System wieder hochzufahren, down, down, down. Und diese Momente vergleiche ich mit den Momenten, die wir jetzt in den Projekten haben, wo ich sehr oft einfach in die Datenbank schaue und sage, ja, Moment mal, nee, da ist das und das passiert, das kann so nicht hinhauen. Binnen Minuten, Stunden haben wir teilweise Fehler gefunden, was natürlich uns den Freiraum verschafft, uns viel schneller wieder auf die Features zu konzentrieren und unseren Kunden natürlich auch mehr Geld für sich selber verschafft, weil er uns nicht so viel damit bezahlen muss, dass wir Fehler im System, im Prozess oder sonst was finden. Also das ist halt ein Riesenvorteil und schon allein deswegen lohnt es sich, sich mit CQRS und Event Sourcing zu beschäftigen. Wenn man das einmal gemacht hat und einmal ein Produktivsystem so in der Mangel hatte, dann will man es nicht mehr anders machen. Es kann ich nur immer wieder betonen, man will nicht mehr zurückblicken. Ein weiterer Vorteil von Event Sourcing sind sogenannte Temporal Queries. Die BI-Abteilung wird sich freuen. Temporal Queries sind im Prinzip kurz erklärt Abfragen an die Datenbank, die Zeit als Filter sozusagen mit einbeziehen. Hier wieder ganz einfaches Beispiel, das Business würde gern wissen, wie viele User innerhalb von 5 Minuten nach Registrierung direkt ihren Username ändern. Das ist für die wichtig. Es geht ja auch im Keks, dass die User das machen und die wollen irgendwie wissen, warum und wie viele das überhaupt sind. Jetzt denkt mal an ein normales Datenbankschema, wo ich halt meinen User einfach drin habe in der Datenbank und versuche, diese Frage zu beantworten. Es ist nicht möglich. Mit Event Sourcing ist es ein Witz. Ich schreibe mir halt einfach eine Query, die Zeit mit inkludiert und den Event-Stream durchgeht und die Domain-Events halt raussucht, an denen ich interessiert bin. Der Proof-Event-Store, der hat dafür auch eine eigene API, mit dem man solche Queries auch ganz schnell wirklich schreiben kann. Also man muss da nicht mal sich dann selber hinsetzen und erstmal was ausdenken, sondern mit dem Proof-Event-Store geht das super leicht von der Hand. Und jetzt kann ich halt einfach diese Frage beantworten. Ja? Bei dem einen User ist die Differenz zwischen den beiden Events 7 Minuten, bei dem anderen User ist die Differenz zwischen den Events 5 Minuten. Also der eine User fällt quasi in das Raster meiner Query und der andere User nicht. So einfach. Und natürlich ist das hier jetzt ein sehr, sehr einfaches Beispiel, aber man kann sich durchaus vorstellen, dass Business will immer Zahlen haben, dass man damit natürlich einige Leute im Business sehr, 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 sehr glücklich machen kann, wenn man sagen kann, ja, kein Problem, kann ich dir auch liefern die Zahlen von den letzten 5 Jahren. Weil ich hab's. Ja, wenn das Feature reinkommt und ich hab's bisher nicht, dann muss ich mir jetzt überlegen, tja, wie kriege ich das jetzt in meine relationale Datenbank? Muss ich jetzt mal anfangen, irgendwelche Sachen da zu loggen und
wir sagen einfach, oh, alles klar, wir schreiben die Query, 5 Minuten später hast du die Zahlen. Ja? Oder je nachdem, wie aufwendig die Query ist, natürlich dann ein bisschen länger, aber so in etwa. Genau, wenn ihr Event Sourcing machen wollt in PHP, wie gesagt, die Proof Components sind dafür da, euch zu helfen. Vor 4 Jahren ins Leben gerufen und mittlerweile schon ein ordentlicher Umfang an Packages, die dort auf GitHub zur Verfügung sind. Viele Leute eben, die da mitmachen, gestützt durch mein Unternehmen Proof Software GmbH. Wir versuchen natürlich, die Community ein bisschen zu lenken, zusammenzuhalten und das Projekt halt voranzutreiben. Die 2 wichtigen Packages für Event Sourcing in PHP sind dann eben das Proof Event Sourcing Package und das Proof Event Store Package, die sind getrennt voneinander. Das dazugehörige Symfony Bundle vereint dann wieder beide Packages, das heißt, wenn ihr Proof in Symfony verwenden wollt, zieht euch das Bundle und ihr bekommt Proof Event Sourcing und Proof Event Store quasi out of the box. Was wir uns noch nicht angeschaut haben, ist CQRS. Steckt ja auch im Titel vom Talk und ist auch ganz, ganz wichtig. CQRS lässt sich relativ einfach erklären. Anstelle von einem Modell, was ich in meiner Anwendung habe, habe ich 2 Modelle. Und die sind getrennt voneinander. Und zwar, die sind richtig getrennt voneinander. Ich habe auch schon gesehen, in Beispielanwendungen, dass Leute das einfach falsch interpretieren. CQRS heißt nicht, dass ich meinen User-Service aufteile in einen User-Write und einen User-Read-Service und dann trotzdem Doctrine verwende auf beiden Seiten. Nein, CQRS heißt, ich habe 2 verschiedene Modelle. Ein Schreibmodell und ein Lesemodell. Warum? Der Unterschied ist, oder wenn ich mein System anhand von CQRS trenne, bekomme ich sehr, sehr viele Vorteile im Gestalten meiner Anwendung. Das Schreibmodell ist dafür verantwortlich, die Business-Regeln zu validieren, sicherzustellen, dass sie eingehalten werden, ist dafür verantwortlich, dass die Prozesse vorangetrieben werden. Das ist das Schreibmodell. Das ist das, was man eben, wenn man nicht Event-Sourcing macht, auch mit Doctrine zum Beispiel machen könnte, als ORM-Schicht, was es einem hilft, die technische Datenbank zu abstrahieren und sich darauf zu fokussieren, dass das Domain-Modell sauber implementiert ist und einfach das tut, was es soll. Das Lesemodell auf der anderen Seite hat eine ganz andere Aufgabe, hat einen ganz anderen Fokus. Das Lesemodell hat als Hauptaufgabe Informationen so schnell wie nur irgendwie möglich aus dem System rauszubekommen. Gerade im Webbereich, sage ich mal, was ja heute eigentlich der Standard ist für die meisten Services, die entwickelt werden, gerade im Webbereich ist es super wichtig, es wird immer mehr Logik, Applikationslogik in den Client verschoben und die Backends bestehen oft nur noch aus APIs, REST APIs, GraphQL, whatever. Wir machen das selber so und ich finde das auch sehr geschmeidig, halt Templating und so weiter nicht in PHP zu machen, sondern wirklich vom JavaScript Client machen zu lassen. Bietet einem viel mehr Möglichkeiten, die User Experience zu erhöhen. Und eines der wichtigsten Sachen dabei ist, dass meine Requests halt extrem schnell beantwortet werden. Wenn ich jetzt mein Lesemodell vom Schreibmodell trenne, kann ich mein Lesemodell unabhängig vom Schreibmodell darauf optimieren, schnell zu sein. Das heißt, jetzt nochmal, wenn ich Doctrine nehme, ich fange nicht an, in meinem Lesemodell Entitäten durch Doctrine erstmal in Objekte überführen zu lassen, um sie dann irgendwie einem REST-Controller zu übergeben, um sie dann wieder in skalare Datentypen, Arrays und so weiter umzuwandeln, um sie dann halt zu JSON-encoden und rauszusenden. Nein, mein Lesemodell holt Informationen aus der Datenbank, aus dem Cache, wo immer auch her und gibt sie sofort zurück. Ich mache dann nicht ein Object-Relational-Mapping. Warum? Ich verbrauche einfach nur Ressourcen von meinen Systemen, die ich nicht brauche im Lesemodell, weil ich im Lesemodell den Zustand meiner Anwendung nicht verändere, deswegen an der Stelle keine Business-Regeln validieren muss
Und deswegen halt diesen ganzen Quatsch in Anführungsstrichen im Lesemodell ich brauche. Das ist die Idee von CQRS und funktioniert prima. Also wir haben zum Beispiel in unserer Anwendung das sogar so weit getrieben, dass wir direkt aus MongoDB lesen und der MongoDB-Cursor direkt mit einem JSON-Response-Objekt verbunden ist und wir sozusagen direkt über MongoDB iterieren und einfach die MongoDB-Antworten, die Dokumente direkt ins JSON reinhauen. Da passiert so gut wie kein PHP mehr. Und das ist natürlich irre schnell. Und wenn das Team von MongoDB es dann noch irgendwann schafft, für PHP auch das zu ermöglichen, dass man direkt JSON-Strings aus MongoDB rausbekommt, dann ist es nochmal ein bisschen schneller. Wir haben dann PR aufgemacht, sind dann ein bisschen mit dem Team in Verbindung, dass wir das hinbekommen. Aber das ist eigentlich so das Ziel, ja? So schnell, wie es nur irgendwie möglich ist. Und jetzt kann man CQRS und Event Sourcing natürlich prima verbinden, weil Event Sourcing wird dann im Schreibmodell eingesetzt und die Events landen im Event Store und dann gibt es die sogenannten Projektionen, die gehen jetzt her, jedes Mal, wenn ein neues Event in dem Event Store landet und überführen die Events in den aktuellen Zustand der Anwendung und dieser Zustand der Anwendung, der wird einfach im Cache gehalten. Der Cache kann jetzt alles sein. Also der Cache kann natürlich auch eine Datenbank sein, bei uns ist zum Beispiel MongoDB, der Cache kann aber auch ein Redis in Memory Store sein, Memcache, Elasticsearch, also ihr habt da alle Möglichkeiten, weil das Schöne ist, es ist halt ein Cache, ich kann den löschen. Ich kann den Zustand meiner Anwendung komplett löschen. Und dann gehe ich einfach her und lasse die Projektionen wieder über den Event Stream laufen und baue quasi meinen Zustand der Anwendung wieder neu auf. Das heißt, wenn ich feststelle, MongoDB ist doof, Elasticsearch wäre jetzt cooler oder ArangoDB oder neue Cassandra, whatever, dann schmeiße ich MongoDB weg, schreibe mir eine Projektion, wie das Ganze in Cassandra überführt, lasse die laufen und nächsten Tag habe ich mein neues Lesemodell. Okay. Habe ich mein neues Lesemodell und habe wieder ein schnelleres System und so weiter und so fort. Genau, CQRS kann man dann natürlich auch mit den Proof-Components machen. Da gibt es dann das Package Proof Service Bus, mit dem man Commands an Command-Händler schicken kann, mit dem man Domain-Events an Event-Listener schicken kann. Und dann haben wir verschiedene Adapter, sogenannte Proof Service Bus Message Producer, die dann es einem ermöglichen, zum Beispiel RabbitMQ dafür zu benutzen, um Messages asynchron an ihre Empfänger zu schicken. Das kann man sich mal anschauen und dafür gibt es dann auch ein Symfony Bundle, das Service Bus Symfony Bundle, womit man dann eben den Proof Service Bus in seine Symfony Anwendung reinbekommt. Dann gehe ich mal ein bisschen schneller durch. Oh, das Bild wird nicht geladen, schade, na gut, aber ihr könnt es euch anschauen. Wir haben halt eine Beispielanwendung für CQRS Event Sourcing, die gibt es einmal für Send Expressive und einmal für Symfony. In den Slides ist hier Link. Das könnt ihr euch anschauen, das liegt auf GitHub, das kann man sich runterladen und es gibt auch Übungsaufgaben dazu. Wir haben so eine Hall of Fame. Das heißt, wenn ihr dann wirklich mal irgendwie an das Thema ran wollt, gerne bei uns melden. Wir unterstützen da und wir haben schon einige Leute, die wirklich super happy damit waren, so eine Übungsaufgabe machen zu können, um das Verständnis zu steigern. Genau, die Symfony-Version, dann die Anwendung selbst nennt sich Professor Du, die Symfony-Version dann davon eben Professor Du Symfony. Dann werde ich noch ganz schnell, weil mir die Zeit ein bisschen davon eilt, euch zeigen aus der Beispielanwendung heraus, wie das jetzt in Symfony aussehen kann. Hier ist jetzt eine YAML-Konfiguration für den Proof Service Bus. Wir haben ein paar nette Features im Symfony Bundle, was es so bei den Standard-Proof-Components nicht gibt, weil wir in Symfony kann man natürlich den DI-Container sehr schön verwenden, um Konfigurationen so minimal wie möglich zu halten. Das sieht man jetzt hier. Wir haben einen Command-Bus, der nimmt Commands entgegen, das ist wie ein Request letzten Endes, nimmt Commands entgegen und leitet die zu Command-Händlern. Aber wir haben hier dieses Routing Command zu Command-Händler gar nicht konfiguriert. Das kommt gleich im nächsten Beispiel. Das wird automatisch von dem Symfony-Bundle dann ermittelt, welcher Command-Händler für das Command zuständig ist.
Wir haben jetzt hier irgendwo einen Eventbus konfiguriert und dort verschiedene zweite Main-Events, die dann auf entsprechende Event-Listener geroutet werden. Und hier sieht man jetzt einen Command-Händler. Wir sind im Use-Case, dass ein To-Do, also Professor Do, ist so eine Anwendung, mit der man To-Do-Listen halt erstellen kann, verwalten kann, Deadlines setzen, Reminder setzen und To-Dos natürlich auch erledigt setzen, wenn man sie erledigt hat. Und der Mark-To-Do ist dann Command-Händler, sagt jetzt hier dem SymphonyDI-Container, ja, ich bin Command-Händler und ja, bitte versuche selbst herauszufinden, an welcher Message ich interessiert bin. Das ist dieser Tag Message Detection True. So, und dann geht alles da in Gang und ihr müsst eigentlich nichts mehr machen. Genau, und dann haben wir die Implementierung dazu. Der Command-Händler jetzt, der wiederum holt sich ein Repository, das ist dann wie bei Doctrine so ein Entity Repository, nur dass dieses Repository eben mit dem Event Store arbeitet und Event Source Aggregates laden kann und speichern kann. So sieht das Ganze dann aus. Das kann man sich eben alles wirklich in der Beispielanwendung dann in Ruhe anschauen. Hier dann die Event Store Konfiguration dazu, wieder in YAML. Hier sieht man nochmal ganz gut, dass wir zum Beispiel die Doctrine PDO Connection für unseren MySQL Event Store einfach wiederverwenden. Das heißt, auf der Ebene braucht ihr nicht so viel Neues lernen. Einfach Doctrine konfigurieren wie immer und dann quasi das Proof Bundle einbinden und die Connection für MySQL nutzen. Oder ihr schreibt euch dann eben für den DI-Container der Factory, die PDO Connection von Hand erstellt. Genau, wir haben uns jetzt erstmal für die Doctrine-Lösung entschieden, um den Einstieg möglichst einfach zu machen für die Symfony-Leute. Genau, ja, den Rest überspringe ich jetzt. Hier noch wichtig dann, dass man dem Event Store halt einfach mitteilt, das ist auch so ähnlich wie bei Doctrine, für welches Aggregat ist mein Repository zuständig. Ein Aggregate Translator ist dann dafür da, die Domain-Events aus dem Aggregat rauszuholen und dem Repository und damit dem Event Store zu übergeben. Das lernt ihr dann, wenn ihr euch Proof näher anschaut. Und genau, das ist noch die Implementierung des Aggregats. Das überspringe ich jetzt auch mal. Und die Bilder werden leider alle nicht geladen. Aber wenn ihr das spannend findet, doch, jetzt kommen sie, sehr gut. Wenn ihr das spannend findet, dann gibt es auch neuerdings ein Tutorial. Das ist noch nicht fertig, aber die ersten Teile sind online und da kann man jetzt wirklich Step by Step durchgehen. Ich habe da versucht, mir richtig Mühe zu geben. Wurde zum Glück auch nochmal quer gelesen von jemandem aus Kalifornien. Also sehr cool, das Englisch ist jetzt sehr fein in dem Tutorial, bin ich sehr begeistert. Also reinschauen, durchgehen, wirklich Step by Step, wie ihr seht halt, wie man Aggregates testet, warum Event Sourcing und so weiter. Und bitte, bitte, bitte Feedback geben. Ganz neu das Tutorial und ich will es weiterschreiben und da brauche ich natürlich Feedback. Wie kommt das an? Wo ist es zu viel? Wo ist es zu wenig? Und so weiter und so fort. Also wenn ihr interessiert seid, bitte schaut rein und gebt dann einfach Feedback über GitHub Issues, über unseren Chat, wie auch immer. Also würde ich mich sehr, sehr freuen. Ist ein Haufen Arbeit, sowas zu machen. Manchmal gefühlt noch mehr als die Library selbst zu implementieren. Also, ja. Genau, damit sind wir dann am Ende. Vielen Dank, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt was mitnehmen können. Wer noch Fragen hat, dann ja. Es geht hauptsächlich darum, wie man das in REST-APIs verpackt, weil da gibt es ja nicht den Unterschied mit Lesemodellen und Schreibmodellen. Das heißt eigentlich immer, das Lesemodell soll gleich dem Schreibmodell sein, im klassischen REST mit Grund. Ja, im klassischen REST ja, deswegen, man kann es in REST auch lösen. Man muss es halt so sehen, CQRS und Event Sourcing sitzen, oder also CQRS sitzt genau vor dem Domain Layer. Ja, und dein REST Layer sitzt ja in der Application drin, nimmt HTTP Requests entgegen und landet dann bei einem Controller oder bei einer Middleware, je nachdem, was man einsetzt. Und jetzt kann man natürlich hergehen und sagen, wenn jetzt unbedingt mein REST Endpunkt Daten auch zurückgeben soll, dann sende ich erst das Command an das Schreibmodell vom Controller aus, ja, indem ich den Proof-Service-Bus benutze und anschließend gehe ich her und hole mir aus dem Lesemodell den neuen Zustand.
und gebe das dann halt an meine REST-Response zurück. Was aber natürlich doof ist, weil dann der Schreibvorgang relativ lange dauert. Du musst ja auf das Lesemodell warten, ja? Oder du musst zweimal die Datenbank bemühen sozusagen. Von daher machen wir das eigentlich so, dass unsere Post- und Put-Requests und so weiter, die geben halt immer nur einen HTTP-Status zurück. 202 accepted, HTTP-Status, keine Response. Und der Client ist dann so designt, deswegen, das habe ich am Anfang gesagt, wir arbeiten viel mit React und Redux, der Client ist dann so designt, dass der Client damit umgehen kann. Das kann man halt sehr schön mit einem JavaScript-Frontend machen. Und ja, so funktioniert es dann letzten Endes. War nicht ganz das, was ich meinte. Also, es geht darum, wenn ich den Get auf eine Ressource mache, bekomme ich da mein JSON-Array mit 5 Feldern zurück. Ja. Mit 5 Keys. Ja. JSON-Object. So, und ich müsste das gleiche Objekt nehmen können, einen Wert drin ändern können und das putten können. Das ist ja die Idee von einer Ressource. Achso, nee, naja. Kannst du machen, ja, dann muss halt dein Controller, der den Put-Request entgegennimmt, das Ganze dann übersetzen in ein Command für das Domain-Modell. Ja, ja, aber da, so wie sie das antwortet, sollte man das nicht machen, wenn man Event-Source hinein will. Spricht eigentlich nichts dagegen, ist nur mehr Aufwand. Also deswegen sendest du halt idealerweise aus dem Client direkt halt die Commands. Also so machen wir es, wir haben einen Endpunkt, das ist dann so ähnlich wie bei GraphQL, wir haben einfach einen Endpunkt, nicht REST-basiert, sondern eine Message-Box und wir senden direkt vom Client aus die Commands. Aber du kannst eine REST-API davor setzen. Dann muss halt der Layer, der die REST-Requests entgegennimmt, übersetzen für das Domain-Model. Wenn ich kurz wegmachen kann, ist es auch gut. Also wenn ich nur Lesezugriffe, ist es auch gut. Na, gut, das ist ja auch schreibend. Ja, genau. Wenn ich die wegmachen kann und sozusagen Messages, das postet, ja, ist ja dann die andere Variante. Genau, das ist die andere Variante mit der Messagebox und die finde ich eigentlich auch viel schöner. Das ist dann, also man kann es natürlich irgendwie restisch verpacken. Ich nenne es dann aber wirklich einfach RPC Calls, ja, und dann ist gut. Ja. Noch weitere Fragen? Da hinten diverse. Erstmal hinten mal schneller. Ja. Du, ja? Ja, danke schön. Bitteschön. Dankeschön erstmal für den Vortrag. Ich habe eine Frage zum Thema Snapshotting. Ja. Hast du jetzt noch ganz vorher dazu gesagt, wie fügt sich das in die Projektion mit ein? Oder kannst du da ganz kurz einen Einblick machen? Also zumindest einen Hinweis geben: Proof hat Snapshotting-Adapter, die man einfach zum Beispiel ins Repository reinhängen kann. Dass das Repository eben erst den Snapshot fragt und dann erst den Event Store nach den neuesten Events. Und wir haben auch Projektionen, die Snapshots machen. Das findet man auch in der Beispielanwendung. Da gibt es eine User- und eine To-Do-Projektor, die erstellen Snapshots, damit man quasi, damit das Schreibmodell wieder schneller wird. Ja. Danke. Hier vorne war noch? Vorne war noch eine Frage oder ist es keine Zeit mehr? Achso. Ja, genau, ansonsten machen wir die Fragen so. Wer noch einen Proofsticker mitnehmen will, der Kollege steht am Eingang und verteilt Proofsticker, nehmt euch einen mit. Es gibt nicht so viele, also für den ganzen Raum reicht es nicht. First comes first.